Oh Mann, Jäger, so ein Wichskopf, ey. Ich kann ja schon wieder in die Tonne treten. Du bist echt gut. Ich muss mir schwierigere Spiele ausdenken. Nimm jetzt mal diese Kugel. Du hast sie dir verdient, denke ich. So, ich habe jetzt hier erstmal mein Restchen von meiner Blutorange. Lecker, lecker, lecker. So, und damit hätten wir die blöde Aufgabe in diesem Level fertig. Jetzt freue ich mich auf den Rest des Levels. So, gucken, die Edelsteine habe ich schon geholt. Ja. Und dann machen wir erstmal das hier drüben. Almühe. Oder so ähnlich. Und ein Schneckchen. Ich mag das immer nicht, wenn die so runterfallen, dann muss man da immer wieder runter. Wir hätten eh runtergemusst, von daher ist da eigentlich egal. Ja. Das Bagger, ey. Na? Man schmeißt mich nach anderen Mädchen. Nicht schmeißen. Steine kriegen wir hier raus. Okay, mit Feuer können wir die anscheinend nicht kaputt machen. Das ist gut zu wissen. Dann mal so einen Rosen. Guckt so böse, ne? Okay. Da oben kommen wir gleich noch hin. Ah, oh, mein Auge. Also mein irgendwas in meinem Gesicht juckt.
Der hat noch Töne gemacht, nachdem er schon tot war. So. Das sieht doch ganz gut hier aus. Schneckchen ist wieder da. Okay, dann können wir uns jetzt nach oben verdödeln. Erstmal Geldsack, würde ich sagen. Ne, wir fliegen erstmal hier rüber, dann haben wir das nämlich fertig. Als ob wir nicht schon genug Leben hätten, aber na gut. So, Geldsack. Holla, wenn das nicht mein bester Kunde ist. Der Fahrstuhl nebenan bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen erhältst du unbegrenztes Nutzungsrecht. 200 Edelsteine. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Besteig den Fahrstuhl. Er bringt dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig einfach wieder rein. Okay. Man kann hier sogar einfach runterfallen. Ja, der kommt dann runter. Der kann uns auch gar nicht zerquetschen, meine ich. Miep, miep. Hab gerade einen Kommentar zu einem Video bekommen. Jo. Der bleibt nicht über uns stehen. Das wollte ich sagen. Dann müssen wir erstmal hier rauf. Oh, gut, das habe ich nicht kommen sehen. Wird hier auch nicht vorgewarnt oder so. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch, ne? Dann machen wir das hier. Jetzt müssen wir ganz nach oben. Und den Deckel zumachen. Danke, dass du den Deckel des Vulkans zugemacht hast, Spyro. Es wurde hier etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben hatte. Doch, du verdienst ihn mehr, finde ich. So, was haben die für ein Talisman? Irgend so ein Ding. Keine Ahnung. Supi. Dann können wir jetzt da runterfliegen und uns das Flugmoped holen. Spyro, du kommst gerade rechtzeitig zur Party. Naja, das wäre so, wenn die üblen Lavamonster nicht unsere Hüte gestohlen hätten. Es ist doch nicht dasselbe ohne Partyhüte. Partyhüte. Lavamonster umschmeißen. Die können uns nämlich mit ihrem Triller-Dingenskirchen eine überbraten. Aber ich fliege jetzt erstmal nach unten und hole mir ein Schneckchen. Arschkind. Hm?
als Flugmoped. Zum Glück haben wir genügend Zeit. Ja. Ich habe mich gerade gewundert, wo kommt der Zehner her? Aber das war von... von diesem Ding, was wir da eben abgeschossen haben. Jetzt nehme ich mal alle in Ruhe. Auch neues Flugmoped da oben. Ja. Ja. So, weiter geht's. Hat aber lang gedauert, bis der unten angekommen ist. Aber wir haben noch voll lang. Na dann. Ich dachte, ich muss nochmal holen. Oh, da hat mich gerade irgendwas hat mich da gerade weggeslidet irgendwie. Also so weggedrückt. Anscheinend zieht uns das gar nichts ab, wenn die uns treffen. Was ich ganz gut finde. Fragt mich nicht, was ich hier tue. Ist auf jeden Fall noch der eine, der da irgendwo in der Pampa steht und dann der andere in dem Tunnel. Oder auch nicht in dem Tunnel. Schauen wir mal in das Fluggerät. Was ist der denn? Da ist er. Viel zu hoch. Das müssen wir noch mal lernen. Wunderbar. Danke, Spyro. Du hast die Party gerettet. Hier, das ist unter die Käsebällchen geraten. Und ich hätte mir fast einen Zahn dran ausgebissen. Was müssen die für riesige Käsebällchen haben? Ist bestimmt voll lecker. So, lass mich hier Edelsteine einsammeln. War doch immer 10er. Wunderbar. Und jetzt noch ein Lebendings zurück. Dann geht's ab nach Hause. Ja. Fällt ja auch nicht auf, wenn der eine nicht mehr am Rumtröten ist. So, dann machen wir jetzt... die schattige Oase. Oder nee. Machen wir erst
Nee, das wollte ich nicht nochmal machen. Wie heißt das? Bruchhügel, genau. Weil dann können wir nämlich auf dem Weg zu Schluck. Also auf dem Weg zum Schluck kommen wir an der schattigen Oase vorbei. Müssen wir nicht nochmal zurücklaufen.